Alles klar, Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Need for Speed World. Ja, heute bin ich mal ganz alleine hier unterwegs. Und wir spielen mal eine ganz neue Spielmodi, und zwar ist das hier Verfolger abhängen. Ich habe das selbst noch nie gespielt. Wir gucken uns das einfach mal an und dann wollen wir mal sehen. Und zwar geht es hier darum, wahrscheinlich abzuhauen. Halt, wir haben ein gewisses Fahndungslevel und wir müssen halt abhauen. So, momentan haben wir Fahndungslevel 1. Denke ich mal. Vier Dinger sind hier hinter mir, vier Streifenwagen. Bin ich jetzt auf der Flucht? Ja, ne? Denke schon, dass ich gerade auf der Flucht bin. So, das heißt, wir chillen uns jetzt hier mal ein bisschen in die Ecke. Flucht, Flucht, Flucht. Sachbeschädigung bekommen. Und entkommen. Okay. Okay, das war jetzt mal ein bisschen einfach, ne? Ja, eingesetzte Kopf. Sachbeschädigung. Ja gut, also das war ein bisschen einfach. Aber war auf jeden Fall eine neue Modi. So, der Grund ist, warum ich hier alleine bin, auf jeden Fall, dass die beiden jetzt gerade keine Zeit haben und ich natürlich für euch immer ein Part am Start habe, ne? Also, das geht ja mal gar nicht ohne Part, ne? Ja, wie gesagt, alles easy. Ich glaube, wir machen dann normal das hier. Das war das hier, Verfolger abhängen. Und diesmal lassen wir mal die Cops ein bisschen ran. Also, ich glaube, wenn man zu schnell kommt, dann macht das überhaupt keinen Spaß, so. Wenn man die einfach nicht ranlässt. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. So, ich glaube, man kriegt auch ein bisschen, wenn man die anderen, ich habe eben Sachbeschädigung, Polizei gerammt. Ja, geil. Man kriegt auch ein bisschen hier, wenn ich Sachen kaputt mache oder so. Jo, nicht schlau, nicht schlau. Ah! Ja, Sachbeschädigung ist gut. Andere Autos rammen. Ah! Fahrerflucht. Perfekt. Zack, so, wir haben jetzt vier Autos wieder hinter uns. Müssten sein. Es sind jetzt gerade zwei, habe ich da nur gesehen. Drei. Aber insgesamt halt vier im Einsatz. Da machen wir nochmal ein bisschen Sachbeschädigung hier, würde ich sagen. Okay, das war jetzt nicht das Beste. Dreh so, Polizei rammen. Komm her. Machen wir den halt mal hier. Die können auch alle nix, ey. Sachbeschädigung und alle. Zack. Zack, zack. So. Fahndungsstufe 2. Wir haben auch natürlich unsere Power-Ups mit dabei. Nitro, durchrammen und sowas. Die sind auch hier, wie man hier sieht, am Start. Von daher ist das alles easy. Ich wollte mal gucken, auf der Minimap, wie man hier sieht, sind so kleine Markierungen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Gucken wir mal nach. Was ist das, ein Versteck oder wie? Oder. Ah! Da gehen die Schrott oder wie? Drei Cops ausgeschaltet. Ah, perfekt. Jetzt verstehe ich. Okay. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, okay, macht ganz gut Spaß eigentlich. Guck mal, wir hatten 8 Cops hinter uns. 4 haben wir ausgeschaltet. 4 haben wir weggerammt. Ich sag, schreibt 25.000. Ja. Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. 2500 Geld nochmal extra bekommen. Ich habe jetzt 163.000. Wie kann man den Stützpunkt gehen? Und dann gucken wir mal beim Autohändler, ob wir da eventuell mal irgendwann in naher Zukunft einen neuen Wagen kaufen können, oder? Könnt ihr sonst auch mal in die Kommentare schreiben, welchen Wagen ihr irgendwie geil findet hier. Oder wie ich noch besser Geld machen kann oder was auch immer, ne? Das kann man natürlich alles mal ein bisschen angucken. So, zur Seite mit dir. Wie teuer ist denn so? Ach, die kosten alle echt Geld, ne? Also hier diese Boost-Dinger. Das sind die hier oben. Die kann man sich hier auffüllen. Und dann wird man aus dem Spiel geschmissen. Ja. Oder kommt man nicht mehr zurück ins Spiel. Super, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder.
So, wieder zurück im Spiel. Ja, mein Spiel ist eben nicht abgestürzt, man kann nicht sagen abgestürzt, sondern wenn man hier oben auf dieses Aufhören klickt, dann öffnet sich halt ein Browser. Dann öffnet sich halt die Seite, wo man dann diese Boost-Dinger hier kaufen kann. Und irgendwie ging ja das Spiel dann nicht mehr auf. Und ja, wie auch immer, was erzähle ich hier, so ein Blödsinn. Also, es funktioniert ja wieder, und von daher spielen wir jetzt einfach weiter. So, wir wollten uns jetzt hier was angucken, und zwar kosten die echt alle echt Geld, ne? Wenn man hier durchguckt. Konnte ich auch irgendwie auswählen, dass ich nur wagen möchte, die kein Echtgeld. Der sieht ja auch geil aus. Kein Echtgeld. Yo. Wirklich den XK. Den habe ich heute mal echt gesehen. Also der sieht echt schnick aus. Der sieht nicht so aus, das ist ja der XKR. Aber ich habe den ganz normalen XK gesehen. Echt nicht schlecht. Schickes Auto. Und von daher alles easy, 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 easy. Ja, wir gehen nochmal da alle Hersteller. Die kosten alle echt Geld, ich dreh durch. Naja, dann machen wir was anderes. Und zwar gehen wir jetzt mal in die Power-Up-Konsole. Und zwar kann man sich hier nämlich auch andere Power-Ups reinsetzen. So, und zwar wenn wir Rundkurs machen, Verkehrsmagnet ist wichtig. Was haben wir denn noch hier alles? Extra Runde, ne? Davon habe ich auch voll viele. Das können wir mal mitnehmen. Wie viel Pakete? Ah, so. Siehst du? So. Keine Lust mehr vom Verkehrsmagneten gehauen zu werden, nutze Schild, um dich selbst zu schützen. Ja, das finde ich auch ganz gut, weil ganz ehrlich, wenn man auf dem ersten Platz ist und dann kommt die ganze Zeit so ein blöder Verkehrsmagnet, das ist auf jeden Fall richtig scheiße. Davon habe ich auch 30 Stück. Magnet ist auch gut. So, für die freie Fahrt können wir noch was mitnehmen. Nitro habe ich schon mal. Zumindest deine Gegner, indem du mit dem bereit deine Power-Ups regenerierst. Wenn du Schwergewicht aktivierst, kann dich nichts stoppen. Ja, das ist aber ein bisschen. Ja, wobei, für den Fun-Faktor ist das auch nicht schlecht, wo man die ganzen Autos da wegburstet, so, ne? So, bam, 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 bam. Machst du alles kaputt. Was haben wir noch hier alles? Ja, Schwergewicht, der Rest ist alles so nicht erlaubt, ne? Tja. Verfolgung. Nutze sofortige Flucht, um den Cops zu entkommen, wenn du dich in der Fluchtphase einer Verfolgung findest. Ah ja. Okay. Erstmal sofort weg. Also ihr habt ja eben gesehen, ich war ja in dieser Verfolgungstour drin. Und wenn man dann einmal in diesen unteren Bereich sieht, man ja immer diesen roten Bereich. Und wenn dieser rote Bereich halt voll ist, dann ist man halt gepackt. Dann bist du halt eingeknastet oder halt erwischt. Fertig. Aus. Vorbei. Game over. Und wenn man halt in dieser Verfolgungsphase ist, dann wird es ein bisschen bläulicher. Und wenn man halt dieses Power-Up benutzt, dann ist man halt komplett frei. Also da muss man nicht abwarten, bis dieser Balken voll ist, sondern ist komplett raus. Ja, Nitro kennt jeder. Schwergewicht hatte ich eben schon mal erklärt. Notfallmanöver. Die Cops haben dich eingekreist. Nutze Notfallmanöver, um dir einen Fluchtweg zu verschaffen. Ja, da wird dann halt dir Platz geräumt, ne? Entweder werden weggesprengt oder, also nicht weggesprengt, sondern die fliegen so weg oder andere Sachen. Also auf jeden Fall gibt es da gewisse Dinge, die man machen kann. Ja, eigentlich gefällt mir das soweit ganz gut. Mein Auto sieht ja auch nicht schlecht aus soweit. Und ja. Dann war es das jetzt auf jeden Fall mit dieser Folge. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen sind die anderen auch wieder mit dabei. Wie gesagt, die hatten heute keine Zeit, aber das ist ja alles kein Problem. Das haben wir auch so geklärt. Alles easy peasy peasy peasy. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dann, haut mal rein.